kurze Spoilerwarnung, bevor das Video losgeht und ich mit meinem typischen Satz anfange. Wer noch nicht in Kapitel 4 war und da die Nebenmission vom Bürgermeister bekommen hat, sollte vielleicht erst einmal Teil 1 und Teil 2, die nicht Gegenstand dieses Videos sind, durchspielen. Denn er wird dann hier schon ein bisschen gespoilert und falls ihr schon soweit seid oder einfach mal wissen wollt, wie es sonst ausgegangen wäre und das schon gemacht habt, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen, dran zu bleiben. Hey, Hochkartoffeln, ein weiterer Red Dead Redemption 2 Guide ist heute für euch wieder am Start. Und das wird ein relativ kurzer Guide, denn es geht im Prinzip nur um eine Nebenmission und eine Entscheidung, die ihr darin treffen könnt. Die Nebenmission an sich könnt ihr ab Kapitel 4 machen, wenn ihr da in der Story beim Haus des Bürgermeisters wart, bei seiner Party und ihn ausgeraubt habt. Kurz darauf werdet ihr einen Brief bekommen vom Bürgermeister, der euch bittet, doch mal zu ihm zu kommen und ab dann könnt ihr quasi die Nebenmission starten. Es gibt insgesamt 3 Teile davon. Die ersten 2 sind aber relativ unwichtig, weswegen ich die jetzt weglasse. Könnt ihr aber natürlich machen. Immer nachts herreiten, dann ist der verfügbar. Hinten beim Haus, zur Villa müsst ihr reingehen, um die zu starten und dann das erledigen, was ihr eben haben will. 1-2 Tage warten, dann kommt der nächste Brief und immer so weiter. Aber Teil 3 ist der für uns interessante und relevante Teil und ich kann so viel schon verraten, denn es steht ja schon im Titel. Man hat dann die Auswahl am Schluss, eine gewisse Person entweder zu verschonen oder zu töten. Und was dann die jeweiligen Konsequenzen sind, würde ich sagen, gucken wir uns an, wenn es soweit ist, beziehungsweise sage ich euch, weil es steht nicht direkt im Spiel, was natürlich ein bisschen kritisch ist, weil so kann man es natürlich nicht wissen, dass es diese eine geile Belohnung gibt, falls man eben die böse Entscheidung trifft. Und die werden wir jetzt auch machen, weil mein Ehre-Counter gerade eh nicht so rosig ausschaut. Ich war schon bei maximaler Ehre, positiver, kann ich euch sagen. Aber ich habe ganz schön getankt dadurch, dass ich jetzt die ganzen Banditen-Herausforderungen gemacht habe. Jedenfalls checken wir doch einfach mal ab, was der Bürgermeister uns zu sagen hat. Oh, Arthur, it's you. Come in. Where's what's his name? Jean-Marc, he's a little histrionic. I'm worried that he's going to open his mouth and say things that aren't true to those vulgar Puritans at the newspaper. Well, perhaps true, but not the whole truth. Look at these beautiful books. This is magnificent. We'll bring this city back to life if it kills me. It probably shall. Yes. I have 2 copies of this book. This is an old field guide. Might be of some interest to you, maybe not. But please have it. It's worth quite a bit. Thank you. My pleasure. Listen, Mr. Arthur. I'm sorry to ask this of you. You've done so much, but... For what? Jean-Marc. I'm afraid he's going to open his mouth and say things. How do you mean? Saying nasty things about the work that we have done together, for example. Is that my business? Oh, no. No. Of course not. He also found out some unsettling news about you. It's all scurrilous lies, of course. But... What sort of news? Oh. I do not talk about idle gossip. Please, I'm a public servant, and we are friends. Where do I find him? Well, he does live over on Rue de Zachary. Rue de Zachary. Thank you, Arthur. So, dann wollen wir doch unseren Kollegen Jean-Marc mal besuchen in seiner Hütte. Denn es sieht so aus, als ob die beiden mittlerweile ein paar Probleme haben und Jean-Marc da bereit ist, den Bürgermeister zu verpfeifen und natürlich auch uns mit dazu, dem wir ihm geholfen haben. Best not to make a big drama of things. Come on, let's go see your boss. This is gonna hurt, but it's for the best. Ab hier müsst ihr deine bewusstlose Jean-Marc nur noch zurück zur Villa des Bürgermeisters bringen. Das Ganze dauert einfach nur ein bisschen, ist aber eigentlich nicht allzu schwer. Ihr müsst nur den Offizieren hier aus dem Weg gehen, die werden aber auf eurer Minimap die ganze Zeit markiert. Und fährt jetzt zwar schneller, aber dafür seid ihr zu Fuß um einiges leiser und unauffälliger. Einfach nur hier immer schön den Markierungen folgen. Und wenn ihr es ein paar Mal, glaube ich, verrafft, so wie ich, dann werdet ihr hier direkt in der Nähe von der Villa gespawnt. Also keine Panik, hier gibt es eh keine Goldmedaille. Also ist das eigentlich relativ wurscht hier. So, wir sind zum Glück gleich da, deswegen kann ich so lange dranbleiben.
und muss gar keinen Cut machen. Sehr schön, wir sind schon da. Jean-Marc, I've missed you. I've missed you. What silly, silly man we have been. Yeah, he had a fall. He might be a little woozy. Oh, the poor boy. Jean-Marc, can you hear me? Where am I? Le mieux. What have you done? Oh, you had an accident, Jean-Marc. Thank the Lord, our friend was there to find you. Really? I don't remember so well. No. Here. My brother. Jean-Marc. We've been so... I promised to change. I know. What a silly, silly misunderstanding. You see, the problem is principles will destroy us all. Sure. As long as you two are friends again. Yes. And you say you've changed, so we will run the city like men of honor, like you said. Of course. We will strive to improve the city's moral backbone by any means available to us. Within reason, yes. Yes. Within my reason. Because I'm the mayor, Jean-Marc. And I will save you from yourself. Because it's better to get something done than nothing at all, like you said. Utterly corrupted, Lemieux. You've not changed at all. I've been supplanted in your esteem by a wanted murderer. You shame me. No, sir. You shame me with your vain naivete. Oh, how I long for the luxury to have principles such as you. But I must actually do things. I see now. You're lost to reason. Yeah. And I see now that you're a horrible little wretch and a sinner yourself. Your sin is deluded vanity. Now, sir, I am afraid that you must kill him. I will pay you handsomely. And Jean-Marc, I will miss you. I really shall. Kill him? It must be so. Please. You're not really going to kill me, are you? No, thought I might. But all I did was love too much. Love? My duty. Yeah, but you're running your I'll mouth leave you about out of me, it. Buddy. And him. He'll betray you, just like he's betrayed me. Lemieux is a foul rat, but I'm a man of my word. Let me live and I'll destroy him. Ja, und ab hier können wir jetzt über das Schicksal von Jean-Marc entscheiden. Zwar hat der Bürgermeister gesagt, dass er uns bezahlen wird, aber in Wirklichkeit bekommen wir einen 10%igen Rabatt auf alle Shops, wenn wir ihn jetzt hier töten werden. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich positive Ehre, wenn wir ihn jetzt verschonen und negative, wenn wir ihn töten, ist ganz klar. Aber man bekommt eben nur diesen Ehrebonus, wenn man ihn verschont. Und ein 10%iger, dauerhafter Rabatt für immer in der Story ist natürlich schon ein Argument, wo man eigentlich nicht gegen ankommen kann. Tja, das war's mit Jean-Marc. Mir ist es dann doch wichtiger, dass ich die 10% auf jeden Fall bekomme in den Shops, um euch auch natürlich das Ganze zu beweisen. Und jetzt müssen wir nur noch das Ganze hier entsorgen. Das Ganze, wie so ein kaputtes Spielzeug. Ja, wir droppen ihn hier hinten zu den Alligatoren, hinten im Sumpf, sodass die sich um den kümmern können. Und wir freuen uns dann gleich im Shop einen günstigen Rabatt zu bekommen. Wie gesagt, ich bin ja gerade auf absolut neutraler Ehre. Das heißt, ich komme jetzt hier auf insgesamt nur 10%. Aber die 10% stacken sich auch mit den 50%, die ihr maximal haben könnt, wenn ihr ganz volle Ehre habt, beziehungsweise da auf Stufe 7 seid. Das heißt, ihr könnt insgesamt 60% Rabatt auf alle Shops bekommen. Dieser 10%ige Rabatt bezieht sich allerdings meines Wissens nach nur auf Shops in Saint-Denis. Da ist ja auch die Reichweite des Bürgermeisters gegeben und deswegen auch logisch. Und ja, wir sehen den Bürgermeister jetzt auch nicht mehr. Das war es jetzt erstmal mit dem. So schnell kommen wir hier nicht mehr her, falls überhaupt nochmal. Und ich würde sagen, ich warte jetzt erstmal wieder bis Tagesanbruch und zeige euch dann die 10% im Katalog. So, der Morgen ist angebrochen und ich bin gerade beim Schneider hier in Saint-Denis, wo wir gleich mal auschecken werden,
ob der 10%ige Rabatt schon aktiv ist. Danach zum Beweis nochmal die Ehre, dass ich auch nicht dort die 10% bekommen habe. Und tatsächlich ist es so, alter Preis hier zum Beispiel 98,75 und jetzt nur noch 88. Also ziemlich genau 10% auf alle Sachen. Und das wird nirgendwo gesagt. Es ist einfach dann so, muss man also rausfinden. Und jetzt, wo ich knapp bei Kasse bin, aber die Outfits doch ganz geil finde, ich werde wahrscheinlich noch warten, bis ich dann die 60% wieder voll habe, aber dann ordentlich auf eine Einkaufstour gehen hier in Saint-Denis, weil mir noch ein paar Outfits fehlen. Nicht nur hier, sondern auch in anderen Städten. Aber da kann ich leider dann nur mit 50% einkaufen. Nichtsdestotrotz finde ich ziemlich geil und erwähnenswert auf jeden Fall, weil das noch so ein kleines Secret ist, was noch viele nicht kennen könnten. Vor allem, weil ich denke mal, die meisten einfach den verschont haben werden. Weil man dann doch in Cutscenes zumindest meistens dann den Guten spielen möchte. Vor allem, wenn man nicht weiß, dass es sowas wie 10% gibt und denkt, ja, keine Ahnung, die $30 brauche ich jetzt auch nicht. Zum Vergleich nochmal, dass ich diesen 10%igen Preisnachlass auch nicht durch meine Ehre oder sonstiges bekommen habe, können wir hier einmal auf Spieler gehen, dann auf Arthur und auf Allgemeines. Dann kann man hier angucken, Ehre ist wirklich auf 0,0, 0% Rabatt in den Geschäften und dementsprechend alles nur durch diese Mission. Das war's mit dem Video. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, gerne in die Kommentare damit. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis dahin. Ciao.